und willkommen bei Wer wird Millionär? Na, möchten auch Sie eine virtuelle Million gewinnen? Beantworten Sie einfach meine 15 Fragen und schon gehört das Geld Ihnen. So, von mir aus könnt's losgehen. Herzlichen Dank. Treten Sie allein an oder möchten Sie mit Freunden? Okay. Sie spielen also alleine. Würden Sie mir Ihren Namen verraten? Fünfzehn Fragen trennen Sie von der Million. Sie haben drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Ich bin bereit. Was wirbelt jemand redensartlich auf, der Unruhe? Ja, pass auf. Kurz, erstmal herzlich willkommen zu Weltmillionär 2. Edition. Hier ist heute angekommen. Zu dieser zweiten Editionssache vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ich warte momentan auf den Nick, der bei Folge 1 dabei sein wollte. Und ich habe schon alles laufen und ich warte schon 10 Minuten. Ich habe gedacht, scheiß drauf, ich fange an. Und wenn er nachkommt, soll er nachkommen. Ruhe verursacht. Scheißegal. A. Staub. B. Dreck. Wir fangen einfach mal an, komm. C. Mist. Ja. D. Schmutz. Lauter stellen, so. Also mit diesen Kopfhörern stimmt irgendwas nicht. Aufdrehen, wie ich will, es wird irgendwie nur leiser. Staub. Ja. Okay, die ersten 100 Mark gehören Ihnen. Durch die Setup höre ich jetzt leider alles ein bisschen verspätet. Für mich komisch, für euch. An welchem Fahrzeug findet man Katzenaugen? A. Heißluftballon. B. U-Boot. C. Raumschiff. D. Fahrrad. Es müssen die Reflektoren sein am Fahrradspeicher. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Noch 13 Fragen bis zur Million. 300 Mark, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Vielleicht so bei der 2000-Mark-Frage nimmt man ein bisschen Zeit. So. Mal schauen. A. Saudische Stadt. B. Türkischer Kaffee. C. Hindu-Gottheit. Absolut. D. Tibetisches Kamel. Ja, volle Kanne. Ja, mach mal weiter. Komm. So, 300 Mark für Sie. Könnte passieren, dass der Nick so auf einmal da ist. Das, ganz ruhig. Fix mal das. Machen wir irgendwie dann schon. Hier kommt die 500-Mark-Frage. Gib's Heinrich richtig. Von Kleist schrieb die Komödie Der Zerbrochene. A. Eimer. B. Teller. C. Krug. D. Nachttopf. Ich hatte intuitiv Krug im Kopf. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber... Na komm, egal. Menschen bleiben hier dann richtig. Das sind 500 Mark für Sie. Oder so. Webcam habe ich gedacht, so... Wenn na, Sie die ich nächste gleich. Frage richtig beantworten, haben Sie so. 1000 ja. Mark sicher. Und hier ist die Frage. Wer moderierte von 1971 bis 1982 die TV-Musiksendung Disco? A. Bata Illich, B. Ilja Rogov, C. Ilja Richter... D. Ivan Rebrov. Gibt's von denen vielleicht nur einmal? Ich kenne weder die Serie Disco noch war ich 1982 am Leben. Boah, das Problem mit diesem alten Spiel, du hast diese Fragen, die heutzutage niemand mehr weiß, der nicht gerade über 40 ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also die Webcam, kann ich mal kurz erklären. Ich habe ja die erste Edition gespielt. Sie haben noch alle drei Joker. Oh, jetzt reden wir. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker. Ja, 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 ist ja gut. Sie können noch das Publikum befragen. Die... Wir haben damals die erste Edition gemacht, damals auch mit Gästen. Und es ist ab und zu mal vorgekommen, wer sich nicht erinnert, ist lang her, ist egal. Ab und zu mal vorgekommen, dass ich habe es halt über Skype.
der Gast dabei und auch Bildschirm übertragen und man hat jetzt halt doch mal die Fresse. Und man hat nicht gehört, wenn derjenige online irgendwas nachgeschaut. Und das hat halt im Nachhinein, wenn es rausgekommen ist, so ein bisschen den Spaß genommen. Deswegen, das ist so ein bisschen als Beweis, dass ich ehrlich spiele. Also, ich weiß nicht. So sehr, wie es wahrscheinlich schief gehen wird, ob es diesen Beweis da braucht, ist fragwürdig. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne keinen dieser Namen. Aber jetzt Publikum wäre auch irgendwie ein bisschen arm, oder? Mal wen anrufen. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Los, Dagmar. Tja, dann wollen wir mal sehen, ob man ihm telefonisch weiterhelfen kann. Dagmar. Rufen wir an. Dagmar. Hallo? Guten Abend, Michaela. Willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. Also, Ihr Freund schlägt sich bisher ganz ordentlich. Tja, wenn da nicht die 1000-Mark-Frage wäre. Vielleicht können Sie ihm ja helfen. Ja, dann fragen Sie mal. Tja, Antwort A, B, C oder D. Das ist hier die Frage, Michaela. Ich hoffe, Sie haben die richtige Antwort parat. Wer moderierte von 1971 bis 1982 die TV-Musiksendung Disco? A. Bata Illitsch, B. Ilja Rogow, C. Ilja Richter, D. Ivan Rebrov. Ich höre zwar lieber klassische Musik, aber ich glaube, das weiß ich. Der Moderator von Disco hieß Ilja Richter. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Tschüss, Michaela, und danke für Ihre Hilfe. Sie haben 4 Möglichkeiten. Michaela ist für Antwort C. Entscheiden Sie sich jetzt. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 1000 Mark. Aber ist sie es wirklich? Natürlich. Gratuliere, 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 2000 Mark Frage. 2000 Mark. Du hast immer den ganzen kleinen Kappes schon weg. Muss ich nicht mit rumschlagen. Auch schade. Dopingsubstanzen gefunden. So. Also das ist immer das 2000 Beste. Mark. Ja, super. B, richtig blamieren. C, Lars Riedel. D, Michael Groß. Fantastisch. Siehst du die Frage schon? Die Layup-Scheißen kamen wahrscheinlich in 10 Sekunden oder so. Die mit den Dopingsubstanzen oder welche? Ja, genau. Was weiß denn ich? Ich wollte nur wissen, ob die schon sieht. Ja, ich sehe sie. Gleich. Also. Sie haben immer noch den 50-50 und den Publikumsjoker. Also Georg Kackel wäre heute nicht mehr so bekannt und auch nicht so bei Wokwem und so aufgetreten, wenn der damals das Doping überführt worden wäre. Das ist ja auch rufschädigend. Aber das hätte ich ausgeschlossen. Wie anderen. Ich kenne die Namen, aber das war's auch schon. Ich kenne. Michael Groß war, glaube ich, Skispringer. Ich kenne nicht mal die Namen. Sie haben immer noch. Ah, du bist ja auch 12. Ja, fast. Noch nicht, aber fast. Aber 2000 Mark den zweiten Joker, ne? So, oh. Wir müssen ja eigentlich. Was war denn Lars Riedel? Scheiße. Also ich schwank zwischen B und C. Wenn du. Sonst kann ich D erst 50-50 wahrscheinlich. Ja. Mit dem Risiko, dass B und C übrig bleiben, aber. Ja, komm, ja. Bei 2000 sind sie auch nett. 2000 D-Mark noch, ne? So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, ja. Löschen wir also 2 falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Bestellen von dem Ding nicht. Ist für PS2. A und es kam, glaube ich, ja, fick dich. Na, auch, was spielen. Meinen Sie? Also, bei es kam 2001 raus. Ich wusste nicht, sind sie schon Euro oder nicht? Ja, sag ich doch. Ja, kannst du mich am Arsch lecken. Kann doch erwarten, dass das Spiel mal nett ist. Euro kam erst mit dem dritten Teil.
Ja, das hätte mir vorher sagen müssen. Ja, ja. Und den dritten Teil habe ich aber gar nicht gesehen auf Amazon. Die Bass-Edition, diese Party-Edition, die habe ich auch bestellt. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass Teil 3 und 4 deutlich schwieriger wurden als 1 und 2. Nee, ich weiß nur noch. Ich glaube, ich habe Teil 3 auch mal gespielt. Es hat zwei Mal. Haben wir es irgendwie ausgeliehen und das. Ich habe keine guten Erinnerungen daran. Nee, war auch nicht so gut. Ja, also zurück zur Frage. Wir können es eigentlich was auswählen. Lars Riedel sagt mir was, also nehmen wir den anderen. Das ist doch logisch. Jo, hau rein. Ja, komm. Sind Sie ganz sicher, dass es nicht Antwort ist? Also was man vielleicht dazu sagen muss, wir sind beide, wer wird Millionär, PC-Spiel-Veteranen. 1000 Mark und 1000 Mark. Du hast auch erste Edition, ne? Adam Riese, die erste und die zweite habe ich. Ja. Die dritte hatten wir uns mal irgendwie geliehen. Ja. Und mit der vierten hatte ich. Doch, die habe ich zwei, dreimal gespielt noch. Von der vierten weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch von irgendeiner komischen Sportedition, die auch übertrieben war. Sie sind noch 9 Fragen von und der Million. Und wer wird Millionär Junior? Langsam da habe ich abgeräumt. Geld, sehen wir uns die nächste Frage das an. Es geht um 4000 Mark. Ich kann ja mal auf Amazon gucken, was sie so haben. Was verleiht der französischen Tunke Aioli ihren Geschmack? Diese neuen, nicht die neuen, diese alten Dinger haben das. Haben so, haben das Problem, dass die auf neueren Rechnern nicht mehr laufen. Weil die erste Edition, die habe ich noch hier, aber die läuft nicht mehr. Selbst wenn ich die Desktop-Auflösung nach ganz unten stelle, das ist bei alten Spielen manchmal so ein Fix. Bringt nichts. Ja, ist leider bei vielen alten Spielen so. Ja. Und am allerbesten, also diese Frage geht mir gerade beim Arsch vorbei. Lustige Geschichte, diese Party-Edition, die ich erwähnt habe, ja. Haben wir auch noch. Und als ich die neulich mal installieren wollte, installiere ich ganz normal, wollte ich starten, dann hieß es von irgendwelchen, dass irgendeine Lizenz abgelaufen wäre. Und das Spiel ist, glaube ich, von 2006 oder so. Ich habe mal gegoogelt und jeder, der dieses Spiel hat und nach, keine Ahnung, in den letzten 4 Jahren installieren wollte, hat dieses Problem gehabt. Die Lizenz ist abgelaufen. Und diese Hilfswebsite, die da angegeben ist, existiert aber nicht mehr. Ja, schön. So, jetzt hast du dieses Spiel und kannst damit überhaupt nichts mehr anfangen. Ja, wunderbar. Sein, dass, also auf PS2 ist natürlich, da geht es immer noch das Publikum befragen. Aber, ja, das ist die allergrößte Frechheit überhaupt. Warum sieht man so ein Spiel mit einer Lizenz, die 5 Jahre geht oder so? Ich meine, nicht verlängert. Ach. Du nutzt auch Windows 7, ne? Ja. Ah, okay, gut. Sonst hätte ich gesagt, dass mit irgendeinem Windows 10 Update, da haben sie nämlich irgendwelche alten Lizenztreiber für uralte Spiele rausgeschmissen. Also, daran hätte es liegen können. Nee. Also es betrifft vor allem ältere Trackmania-Spiele. Die habe ich hier und die funktionieren dadurch nicht mehr. Warum die Eile? Gut, ist kein Verlust, aber naja. Sie können übrigens immer noch das Problem befragen. Übrigens, das hier ist eine Frage für 4000 Mark. Ich würde tatsächlich A sagen. Ich habe keine Ahnung, was Aioli ist. Aioli ist irgend so ein Knoblauch-Zeugs, aber naja, wenn du es sagst. Knoblauch und Öl oder irgendwie sowas. Ja, das ist doch super. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Ja, dann gibt's keins zurück mehr. Lass mich doch. Mann. Diese nervige Nachfrage. Hab ich's mir Final gedacht. Answer, Final die Answer. Die 4000 Mark gehören Ihnen. Ah, super. Die 4000 Reichsmark gehen an dich. Ich muss sagen, beim ersten gab es diese ganz, ganz Frage alten Nummer 8 so noch ist, Videoanimationen. Na, 8000 Mark wert. Lassen Sie sich Zeit. Das hier ist ja live gerendert. Das ist, Sie haben sie sich verbessert. Frage an. In der PC-Version gab es gar nichts. Von der zweiten Edition? Wolfgang Jobs Tochter. Dann hattest du zwar die Synchronstimme, aber du hast nie irgendwie einen Menschen gesehen. A. Colette. Interessant. B. Jette. C. Jeanette. D. Nicolette. Ja, sowas ist ja ganz genau mein Spezialgebiet. So Mode und Prominenz. Ja. Wolfgang Job ist doch da. Ich meine, immerhin weiß ich, wer Wolfgang Job ist, aber ich wusste... Ja, also, ja, weiß ich auch. Sind wir schon mal einen Schritt weiter. Oder auch nicht. Ich... Also da wir noch einen Joker haben, will ich nehmen, weil mehr als eine leichte Tendenz habe ich nicht. Bis auf Jeanette sind das auch so Namen, die man nie irgendwo gehört hat. Jette, wenn man es so aussprechen will, vielleicht noch, aber ja. Die anderen sind so... Keine Ahnung.
Ja, können wir den Joker schon haben? Okay, nehmen wir auf. Befragen wir das Publikum. Kleine Frage, wenn man aussteigt, bei der zweiten Edition kriegt man die Antwort also, auch nicht, ne? Bei der ersten war es ja so, dass man nicht erfährt, was richtig war. Ich meine nicht. Oder D? Ja, wobei doch, auf dem PC-Spiel erfährt man es. Müssen wir mal ausprobieren dann. So, ne? Ich habe die ganze Zeit gesagt, B, Jette ist richtig und sagt. Für Antwort B. Das Publikum gibt mir recht. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Jette Job, kennen wir doch. Also Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern. Wollen ja, Sie? Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt mach! Tja, ich hätte Ihnen die 8000 Mark wirklich gegönnt. Und Sie haben sie auch. Die Antwort ist richtig. Und Sie haben sie auch. Wo reingelegt. Dann sind die Sprüche noch so bescheuert wie in der ersten Edition. Ich hätte Ihnen die 8000 Mark wirklich gegönnt. Und Sie haben sie auch. Sie stehen momentan bei 8000 Mark. Ja, die Sprüche waren aber, die waren gar nicht so verkehrt. Na, machen wir ja, weiter. Stimmt. Aber wenn man dann angespannt ist, boah, ne? Möchte ich von Ihnen wissen. Übrigens, Henriette Elisabeth Job. Wer löste Wim Tölke als Moderator vom Großen Preis ab? Das macht ja sogar Sinn. A. Caroline Reiber. B. Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ja, der Große Preis, natürlich. D. Eon Fliege. Hab den Namen schon mal gehört, der Große Preis. Ich kenne den Namen Hans Rosenthal. Ja, ich auch. Aber das war's dann auch. Das war's auch schon. Also der Round, der ist bisher so scheiße, ich bin gewillt, ihn wegzuschmeißen, um zu raten. Weil jetzt schon kein Joker mehr. Oho, sehe ich da ein Schweißperlchen auf Ihrer Stirn? Sie könnten jetzt aufhören oder um 16.000 Mark. Keine Schweißperlen. Ich habe gesagt Hans Rosenthal. Aber wenn Sie falsch antworten, bleiben Sie mir irgendwie in Verbindung mit Mark. Game Shows der Name. Aber ich lasse dich das letzte Wort haben. Ich. Ja, das sagte ich bereits. Ich. Die Sache ist halt die, was soll man sonst machen? Ja, stimmt. Man kann nichts anderes machen als raten oder aufhören. Aufhören? Mega langweilig. Ja, deswegen, ja. So. So schnell verliert man hier 7.000 Mark. Oh, er schaut traurig. Die Antwort ist leider falsch. Ja, falsch. Schade. Hans J. Kuhlenkampf. Klar. Freuen Sie sich über Ihre 1.000 Mark. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Ich bin sicher, dass Sie beim nächsten Mal mehr Glück haben werden. Was war das für ein Sound? Was war das denn? Also normalerweise, wenn man eine Frage falsch beantwortet, der Sound ist relativ schnell und relativ hoch. So, ja. Und fertig, ne? Und das war gerade irgendwie ein Viertel Geschwindigkeit. Wobei auch das in der PC-Version anders war. Vielleicht ist die Disc einfach kaputt. Also ich habe vor der Aufnahme schon ein, zwei Mal so probiert und natürlich voll abgekackt, aber den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Sind Sie bereit? Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. So. Sind Sie bereit? Eine weitere welches Folge voller der Wissen. Parcours? A. Seitpferd. Lasagne. B. Nilpferd. C. Springpferd. D. Schaukelpferd. Okay, die ersten 100 Mark gehören Ihnen. Hast verstanden, weil Pferd. Ja, ich hab schon verstanden. Hier kommt die 200-Mark-Frage. Die Fragen sind so bescheuert. Was bildet sich im Alter strahlenförmig um die Augenwinkel? Ja, besser bevor dann diese blöden Mistfragen kommen unter 1000, die keiner beantworten kann. D. Gürtelrose. So. Strahlenförmig um die Augenwinkel. Orangenhaut, Krähenfüße. Hauptsache Gürtelrose, genau. Ja, ne? Das wird sein. Ist es Orangenhaut? Ich weiß es nicht. Also das Überbein ist das Einzige, was mir logisch erscheint. Und Orangenhaut und Gürtelrose sind die einzigen Sachen, von denen ich je irgendwie was gehört habe. 50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Ja, ich habe noch drei Joker, aber ich will sie nicht nehmen. Das war falsch, was? Tja. Tut mir leid.
Das war leider Krähenfüße? Nichts. Ja, ja. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Keine Ahnung, was es ist. Werdet Millionär. Wieder was gelernt. Ja.